von einem Kano fressen lassen. Siehst du, ich lasse mich wenigstens nur von einem Xar killen. Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du mir auch hinterherläufst. Ah, der trifft natürlich. Naja, ich habe mich ja nur versucht vom Acid Rain und vor den Dingern da. Ja, ich bin absichtlich ein bisschen rückwärts gelaufen, um die eben vor mir zu halten. So, dann. Leveln kannst du wieder. Ja, habe ich soeben gemacht. Jetzt mache ich mir noch die restliche Lederrüstung. Sofern. Na, nächste von Stego gekillt. Was fehlt denn da? Hide fehlt. Naja, gut. So. Was rennt denn hier so rum? Schauen wir doch mal, was der ist. Aber pass auf, das sind Dreadrikes. Ja, ich guck mir jetzt den hier drüben an. Level 6. Nee, bisschen zu klein. Oder ich schau mal, ob ich da. Ist das größere? Ja, also zumindest ein bisschen größer würde ich schon gern haben wollen. Ja, Satteln sind jetzt auch wurscht. Man kriegt automatisch einen Sattel, sobald man es getämt hat, und eine Flagge. Das heißt, man kennt auch getämte Tiere viel schneller. Also solltest du Dinos mit Flaggen sehen, ganz schnell weg. Wie groß sind die? Also so Pi mal Daumen, dass man es einschätzen kann? Gerade ein bisschen über den Sattel ragen die raus, diese Flaggen. Okay. Oh, Dilo, hier bin ich. Der interessiert sich nicht für dich. Tja. Wer zu spät reagiert? Rennt denn hier nichts Gescheites rum? Ein Konto. Ja, jetzt halt lustig, aber. Schau mal kurz nach rechts. Nee, da war nichts okay. Ist natürlich interessant, wenn man auch in Tiere treibst, dann eventuell Spektate von allen hat, die noch leben. Beziehungsweise du siehst nur meine Ego-Perspektive, oder? Ja. Oh, das ist gut, dann sieht man nicht zu viel. Nö, aber ich kann dich trotzdem, wenn ich dann was sehe im Augenwinkel, kann ich immer noch sagen, Achtung, links oder rechts oder... Das ist richtig, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mit... Man kann nicht mehr davon fliegen, ja. Genau, oder eben jetzt nach hinten gucken. Das haben sie dann echt gut gemacht. Also Xar, so kann man öfter aufnehmen, das finde ich voll entspannend. Tja. Ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, eh schon fast in der zweiten Folge. Ja. Wir wollten das ja auf 20 Minuten trennen. Also ich bin echt enttäuscht von dem Gefieche, was hier rumrennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du doch den Trike nehmen sollen. Ja, oder ein Raptor oder so, das hätte ich ganz nett gefunden, aber hier also ist ich hatte heute bei meinem Test, habe ich gesehen, einen Rex, einen Spino habe ich ja eh gesagt gehabt. Gar nicht. Naja, gut, ich könnte mal kurz rüberschwimmen. Magst du einen Pappvogel holen? Wäre eigentlich auch noch lustig. Oder ich hole mir einen Diomorphodon, die sind ja auch noch lustig. Ja, aber die haben ja eh keinen Sattel, auf den kannst du auch nicht reiten. Nö, das nicht. Aber wenn mich wer eingreift, hat er den erstmal in der Backe. Ja, aber auf dem Pappvogel könntest reiten auch und Schaden machen. Das war natürlich auch was dran. Oh, da ist ein Rex. Ich seh's. Level? Tja, wenn ich das nur wüsste. Geh doch mal nachschauen. Ja, aber das wäre natürlich was da zähmen könnte. Nicht? Na komm, ja, mit dem Rex wirst du doch fertig. Ja, das schon, nö. Aber er hat ja hier gerade so hungrig rübergeguckt. Ja, da kann aber noch
Stego ist interessant. Glaube, ich muss mir noch ein paar Pfeile machen. Ich glaube, dass 17 nicht reicht. Skorpion. Dead. Ich weiß nicht wo, aber ich habe ihn gehört. Ich habe ihn auch gehört. Da kommt er auch schon. Genau, greift ein Zego an, das ist gut. Aber das Tigo rennt wieder weg. Das hat. Ja, dann nehmen wir den Kleinen mal auseinander. Oh, nicht, dass ich da nicht auch noch anhaue. Nee, das wäre ungesund, habe ich gehört. Dann Ja, verkrüppeln wir der jetzt mal noch ein T-Rex bisschen. kommt gezielt zu dir. Ja. Ich will aber noch nicht mit ihm kuscheln. Ich will hier erst noch ein paar Trank Sternchen. craften. Wo sind sie? Hier. Naja, ich hoffe, das reicht. Wie viel hast Ja. Jetzt sind es 20. So. Musst aber aufpassen, der hat sich mit zwei Stegos angelegt. Na, das sieht auch schon echt angefressen aus. Na, ich Ich warte mal würde es. kurz. Ja, du musst Vielleicht warten. heilt er sich gleich, wenn er die zerlegt hat. Ja, aber sonst zerlegen sie ihn, während du ihn dann betäuben willst. Wobei, jetzt im Wasser ist irgendwie auch doof. Aber da hinten Ja, der kommt ein kommt roter doch schon eh. Strahl runter. Vielleicht gehe ich auch erstmal rüber. Kurz. Mal eben kurz rüber. Hast du mal eben kurz gesagt, mach dann Fallschirm und Segel rüber. Ja, aber ich habe hier keine richtige Höhe zum Segeln. Ich denke, ich komme hier so rüber. Mal kurz ins Wasser gucken. Der ist hier noch beschäftigt. Schaut gut aus. Gucken wir mal. Bist nicht ohne Waffe schneller? Ja, aber falls doch was ankommt, werde ich die Waffenscheine in der Hand haben. Und lass was drinnen in der Loot Crate. Nö, schlägt einfach ein Papierchen oder so rein. Ja. Mal kurz klupschen, ob hier irgendwas rumrennt. Ich sehe gerade nichts, aber da unten ist Strike. Nur Trikes, ja, das schaut gut aus. Dann wollen wir doch mal runter hier. Ach du Scheiße. Was ist da alles drin? Junk Darts, Metal Arrows, Simple Rifle Munition, Ach du Scheiße. Advanced, einen Headset. Oh, Crystal, sehr gut, die nehme ich mit. Kann ich mir ein Fernglas bauen. Chitin nehme ich auch mal mit raus. Obsidian brauche ich nicht. Drop, was nicht brauchst. Ja, haben wir das hier alles mal raus. Tau Primate wirklich nehme nur ein ich. Holz oder sowas rein. Primate nehme ich mal noch mit. Ah, aber guckt mit, nehme ich mit. Aber hallo. Ja. Cool. Ja, Muni. früher waren da Sattel und sowas drin, das braucht man ja heute nicht mehr. So, raus damit. Raus damit. So. Und weg hier. Aber jetzt bin ich ganz schön voll. Naja. Oh, sind das hier auch Kristalle? Ja. Interessant. Ja, die Karte hat sich ja generell ein bisschen verändert, oder zumindest wirkt so beim Start. So ein Und du bisschen, ja. solltest irgendwas raushauen. Ja, ich mache mir jetzt kurz ein Spyglass. Dann kann ich die Kristalle raushauen. Die Schuhe Das ziehe meiste ich Crystal. an. Die brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Auch nicht. Ja, schaut, dann kriegst du besser. Öl brauche ich auch nicht. Ja, ich glaube, so kann man es lassen.
Schon wieder die los. Hier sind aber auch echt überall. Ja, und Achtung, es sind drei oder vier. Das ist jetzt echt nur deine. Da kommt die Wand schon von der, die Begrenzungsmauer ist ja schon langsam. Schauen wir aber mal, wo der Rex sich rumtreibt, falls er sich überhaupt noch rumtreibt. Na, war doch mal auf den Stein hochkommen. Haben die den weggehauen? Sieht irgendwie danach aus. Aber ich glaube, ich werde einfach trotz rechts an dem anderen Skaldo überlaufen. Vielleicht aber du kannst doch eh nichts mehr nehmen. Ja, aber wenn da eine Waffe drin ist, hätte ich zumindest mal eine. Survival oh. Tracker. Oh, oh nein, ja. Ich will da drum lassen, das sind zwar. Ja, nee, oh, und hier ist auch oh, der da ist Dreck. Ja, dann, ich bin dann weg. Mal weg. Ist das einer, der dich dauerhaft markiert? Ich würde sagen, ja. Die zwei Strahlen haben sich bewegt, oder? Ja, die bewegen sich, das ist der. Ja. Na dann verkrümel ich mich mal. Einfach da weit weg. Weil irgendwie ist es blöd, wenn ich hier mit einem Strahl rumlaufe und jedes hinter zu Ja, mit Zeit. Tracker jetzt ist nicht unbedingt ideal, den Rex zu zähmen. No, dann suche ich mir lieber ein neues Opfer. Wobei da drüben ist auch noch ein Strahl. Und da scheint keiner in der Nähe zu sein. Du hast übrigens gleich wieder Durst, also vielleicht trinkst du noch was. Oh, mach ich. Chitin aus einem, nicht schlecht. Nein. Vielleicht kann ich mir auch gleich die Chitin-Rüstung machen. Was ist denn Torf? Weiß ich nicht. Ich habe auch keinen. Ich habe mir aus den Berries reingehauen. Ah, okay. Habe ich mir schon mal eben auf die Liste gelegt, weil mit sowas habe ich schon fast. Die also auch die findest du jetzt da im Fluss. Die waren auch in der Lootkiste drin. Ja, da haben sie einiges gemacht. Jo. Aber ich sehe, ich habe schon wieder ein paar Level. Werde ich hier mal ganz frech verteilen. Sag mal, die zwei leben immer noch. Ach, die leben noch? Zumindest, ne, ich habe zumindest nichts gesehen, dass sie nicht mehr leben. Okay. Ich mal, dass hier oben keiner drin steht. Wäre nämlich ein echt gutes Versteck beim Spieler-Tracker. Ich habe immer noch den Tracker, ja. Wobei, ich glaube, ich laufe da hier außen rum. Ist egal, weil du hast ja auch noch einen Tracker. Ja, stimmt. Wäre hier auch. Wenn da jemand wäre, hätte er dich schon längst gesehen. Wohl wahr. Ach du Scheiße. Was ist da drin? Na, jede Menge Primate, was ich mitnehmen werde. Und auch wieder Rüstung, Halt, Metallingots, Rüstungsteile. Ach du Scheiße, okay. Also ist echt fettes Zeug drin. Das einzige, was ich jetzt noch gern hätte, wäre irgendwie entsprechende Waffe zu der Munition, die ich jetzt habe.
Ja, dann craftet doch mal eben einer. Mal eben eine, ja. Musst ja nicht lernen. Klingt gut, aber naja. Aber ich glaube, ich kann mir jetzt auch schon. Nein, kann ich nicht. Mist. Dann werde ich, glaube ich, mal ein bisschen leveln. So im Vorbeilaufen. Diesen blöden Tracker, Ja, ja. rechts oben siehst du, dass immer noch das Event ist. Du hast das Symbol praktisch für den Tracker, ist das. Oh, das wäre doch ne. Ich sollte mich verkrümeln. Oh, oh. Ja, Verkrümmeln Mist. geht aber so schlecht. Ja, also wenn Baum wegsteht, macht sich das schwer. Oh ne, ist auch noch Du bist überladen. überladen. Ja, und du bist abgehört. Shit. Du bist tot. Ja, habe ich gemerkt. Das war jetzt doof. Ja. Ja, dann warten wir einfach, wie es den anderen beiden geht. Genau. Ja, damit hatte ich schon fast gerechnet. War jetzt blöd, dass ich überladen wäre, sonst wäre ich vielleicht weggekommen. So, das sieht man, okay. Was man jetzt so gar nicht sieht, sind die Punkte. Ja, Oder leider. siehst du die? Nein, ich bin jetzt auch wieder direkt in der Party-Lobby gelandet. Wenn du jetzt auf Join gehst, also Gruppensuche gehst, siehst du es dann. Weil wenn du da oben dann anklickst, das ein Spieler, zwei Spieler, vier Spieler, sechs Spieler, dann siehst du normalerweise deine Punkte. Ah, ich habe jetzt einen Score von 1600. Ja, dann haben wir entweder beide jetzt 100. Warte, ich gehe mal kurz raus, ich schaue auch. Lustigerweise zählt der Kill ein Dir mit. Oh Mann. Also ich habe jetzt Ja, ich Kills habe aber auch 1 und 1600. Deaths einen. Also ich habe jetzt sowohl im Zwei-Player-Team als auch im Free-for-All 1600. Okay. Also im Ja, im Free-for-All. Einspieler, ich habe schon gespielt. Ach ja, stimmt. Ich habe heute Nachmittag schon mal probiert. Ja, und ins Vier-Player würde man gerne mal kommen, aber ihr seht, da gibt es noch kein Ranking. Im Sechs-Player auch noch nicht. Ja, vielleicht irgendwann. Und da seht ihr, auf 2100 Punkte sind da das Maximum momentan. Und man im Einspieler hat schon bei 3700. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Der scheint echt fleißig am Spielen zu sein. Ja, auf jeden Fall, Survival of the Fittest werdet ihr bei uns wahrscheinlich jetzt häufiger sehen. Also bei Kuya, Helm, mir und bei Xar, ladest das du auch hoch? Hatte ich vor, ja, aber kann ich versprechen, dass ich das sehr oft bringen werde, da ich eine sehr bescheidene Leitung habe. Ja, Und jetzt wissen wir. Außerdem hast du daher. ja heute notfalls Einsprungshilfe gemacht. Genau. Kam ja voll überraschend. Habe Morgens ich. angekündigt. Heute nach der Arbeit entdeckt. Oh, da gibt's Survival of the Fittest. Kaum war ich am Runterladen, kommt die E-Mail von Koya. Hey, es gibt Survival of the Fittest, das Standalone. Free to play. Ja, na klar, muss man ausprobieren, oder? Natürlich. Ja, ich würde sagen, wir hören aber damit auf und schauen dann mal, wie es den anderen beiden geht. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.